Hey Leute, heute wollte ich euch meinen NE555 Rechteckgenerator zeigen. Hier ist dieser NE555 Timer Chip. Hier hätten wir einen starken MOSFET oder, nee, das ist ein Transistor, ein TIP 41C. Hier haben wir einen kleinen Transformator, der uns aus 7 Volt macht, er uns eine etwas höhere Spannung hier zwischen den beiden Ausgängen. Wir haben hier unseren Plus. Genau, unser Plus geht dann hier einmal mit dem roten Kabel zum Transformator und das gelbe Kabel geht zu unserem Transistor zum Kollektor. Der Emitter geht direkt auf Minus, da ist noch ein kleiner Kondensator zwischen Emitter und Kollektor. Unser Timer geht hier einfach über einen Widerstand zur Basis und ich schalte das Ganze jetzt ein, vielleicht hört ihr es. Genau, ich mache das einmal die Pins hier am Trafo so ein bisschen näher zusammen. So, geht das? Ja, so, jetzt gehen wir hier mit der Spannung hoch auf. Hört ihr es? 6, 7 Volt. Jetzt nehmen wir uns einen Pin und zünden wir den Lichtbogen. Okay, das war die Isolierung von den Kabeln. Ich mache das einmal mit Klebeband fest und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe die beiden Kabel jetzt mit Klebeband festgemacht. Jetzt kann man dazwischen den Lichtbogen sehen, wenn er nicht ausgeht. So, hier haben wir so eine kleine Neonlampe. Genau, die leuchtet auch ganz schön, kann man hier sehen. Und ich kann sogar mit der Neonlampe hier jetzt an einen Pin dran gehen und die leuchtet, also hier ist mein Finger und die leuchtet halt und mir passiert nichts. Genau. Guck mal gerade, wie das am besten geht. Ja, so sollte das gehen. Man hört das Pfeifen. Jetzt ist da der Lichtbogen. Das nehme ich jetzt bei etwa 5 Volt, kann man schon den Lichtbogen sehen. Nehme ich jetzt ein Stück Papier und gehe mit dem Papier zwischen die beiden Elektroden. Und wir haben so ein Lichtbogenfeuerzeug gebaut. Wenn wir die Spannung noch etwas hochregeln auf etwa 8 Volt, haben wir auch einen besseren Lichtbogen und können jetzt unser Papier anzünden. Das war's dann. So, das war das kurze Video. Das ist so ein kleiner Hochspannungstrafo. Hier der Chip. Das kann man bestimmt auch mit einem MOSFET bauen. Und jetzt wollte ich das Ganze noch so machen, dass ich über den Pin 5 ein Audiosignal einspeise. Bis gleich. Okay, hier habe ich jetzt das Audiosignal auf Pin 5 mit einem Kondensator. Das Ganze klappt aber nicht, wie ihr hören könnt. Ja, das geht leider nicht. Warum, weiß ich nicht, versuche ich in meinem nächsten Video aber herauszufinden. Aber das Ganze kann man so wie es jetzt ist, mit wenig Teilen als Plasmafeuerzeug benutzen. Und damit kann man Papier sehr gut anzünden. Okay, danke fürs Zusehen und
Nachbauen auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das ist jetzt zu laut. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben. Ich versuche darauf zu antworten. Den Schaltplan zeige ich euch jetzt nicht, damit ihr das nicht nachbauen könnt oder damit das nur die Leute nachbauen können, die wirklich Ahnung davon haben. Den Schaltplan zu dem Verstärker, den ich verbessert habe, also meinem zweiten Audioverstärker, den werde ich euch gleich aber zeigen und noch erklären. Okay, bleibt noch kurz dran. Okay, das hier ist der Schaltplan aus dem Video mit dem Audioverstärker. Im ersten hatte ich ja bloß das hier, das habt ihr ja gesehen, mit dem einen Transistor. Jetzt habe ich das mit einem, der erste Transistor ist gleich geblieben, nur der Widerstand, Kollektorwiderstand zur Betriebsspannung ist 2,2 Kiloohm. Ein 47 Mikrofarad Kondensator geht zum Gate vom MOSFET. Der MOSFET schaltet einen 5,5 Ohm Widerstand und dann ist hier ein 1000 Mikrofarad Kondensator und ein 8 Ohm Lautsprecher. Den hier müsst ihr nicht kühlen, der bleibt kalt, den müsst ihr kühlen, wenn ihr das länger betreiben wollt. Okay. Bei Fragen einfach einen Kommentar schreiben. Den Verstärker könnt ihr gerne nachbauen.